Anja Christ überlegt fieberhaft, auf wen es der Täter als nächstes abgesehen haben könnte. Rechtsanwalt Florestan Gödings ist das inzwischen schon klar geworden. Er glaubt, dass er selbst ganz oben auf der Liste des Mörders steht. Und das nicht ohne Grund. Jedenfalls ist Beckers damaliger Anwalt immer noch überzeugt von der Unschuld seines Mandanten. Deswegen sieht er sich auch nicht in Lebensgefahr, weil er ihm die ganze Zeit zugestanden hat. Also blieben uns noch die Ex-Frau und seine Tochter Beere zu überprüfen. Naja, und der Anwalt meinte, es gäbe eigentlich genau drei Leute, die an der Verurteilung beteiligt waren. Einmal natürlich die Nadja Schmidt, dann der Gutachter und dann hätte es auch an dem Anwalt gelegen, dem Anwalt der Nebenklage, was natürlich bedeutet, dass... Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Hm. Was guckst du denn da die ganze Zeit? Ich habe das heute im Briefkasten gefunden. Neues Video X von 3. Schau es dir mal an. Das bist ja du! Und der Täter ist dem Rechtsanwalt schon gefährlich nahe gekommen. Für den Juristen ein eindeutiger Hinweis, dass der Countdown zu seiner bevorstehenden Ermordung bereits läuft. Ja, na klar bin ich das. Wer soll es denn sonst sein? Scheiße. Ey, das ist doch eine ganz klare Drohung in meiner Richtung, ja? Oh Mann. Du darfst jetzt auf jeden Fall nicht die Nerven verlieren. Wichtig ist, du brauchst Personenschutz. Ich werde ein paar Kollegen ordern. Einer, der immer bei dir ist und einer, der die Umgebung sichert. Okay, am besten suchst du dir gleich ein Büro drüben, dass du keine Fensterfront hast, okay? Ja, das mache ich dann. Solange bis die Kollegen hier sind, setzt du keinen Fuß aus diesem Büro, klar? Ja, okay, in Ordnung. Weißt du, was ich nicht verstehe? Dieses X von 3. Steht auch überhaupt in gar keiner Reihenfolge. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass irgendwie die Frau vom Bäcker oder die Tochter hier das alles inszenieren. Das ist doch so abgekartet, das ist total geplant. Das ist eiskalt gemacht. Wir müssen es herausfinden. Ich meine, die KTU hat alles untersucht, die Briefumschläge, die DVDs, keine Fingerabdrücke gefunden oder sonstige Hinweise. Okay, ich rufe die Jungs an. Also ich sag's ganz ehrlich, natürlich lasse ich mich von so einem Film nicht einschüchtern. Aber eine Morddrohung wie diese ist natürlich alles andere als witzig. Ich hoffe wirklich, dass wir den Täter so schnell wie möglich dingfest machen können. Auf Anraten der Kommissarin hat Florestan Göding seit dem Vorabend den Zivilpolizisten Derek Klug als persönlichen Begleitschutz dabei. Der Jurist ist mehr denn je daran interessiert, den Mörder von Nadja Schmidt schnellstmöglich zu finden. In Begleitung von Kriminalbeamtin Anja Christ und seinem Personenschutz sucht er am nächsten Tag die erste Verdächtige auf. Berit Becker, die Tochter von Gernot. Was ist denn hier los? Guten Tag, Kriminalpolizei. Sind Sie Berit Becker? Ja, hallo. Was will der denn hier? Ja, ich bin Rechtsanwalt Gödings. Sie müssen mich doch eigentlich noch kennen von dem Prozess gegen Ihren Vater. Ja, und ob ich Sie kenne? Mein Vater ist unschuldig. Gut, das lassen wir jetzt einfach mal so dahingestellt. Können wir bitte reinkommen? Wir haben einige Fragen an Sie. Ich habe nicht aufgeräumt, tut mir leid. Also es ist schlecht jetzt gerade. Kein Problem. Macht uns nichts aus. Na gut, okay. Schon gesagt, ich habe nicht aufgeräumt. Und was wollen Sie jetzt hier? Gut, ich mache es kurz. Nadja Schmidt wurde ermordet. Oh, das tut mir leid, Nadja. Das tut Ihnen also leid. Tja, dann... Was machen Sie denn mit der Nachricht, dass hier der psychologische Sachverständige aus dem Prozess gegen Ihren Vater hier auch im Anschlag zum Opfer gefallen ist? Er lebt allerdings noch. Oh Gott, das ist schrecklich. Ist Glück für ihn, dass er überlebt hat. Ja, warum sind Sie jetzt hier? Wo waren Sie am Montag zwischen 9 und 14 Uhr? Und am Mittwoch gegen Mittag? Was? Also bitte, was soll denn die Frage? Verstehe ich gar nicht. Ja, ich war bei einer Freundin. Am Montag und am Mittwoch waren Sie bei einer Freundin? Ja, natürlich war ich bei einer Freundin. Ich habe keine Familie. Zumindest die eine Freundin bleibt mir. Kein Job? Kann ich doch bei einer Freundin sein? Sagen Sie mal, Frau Becker, stimmt es eigentlich, dass Sie keinen Kontakt mehr haben zu Ihrem Vater? Ich weiß zwar nicht, woher Sie das schon wieder wissen, aber ja. Er möchte keinen Kontakt mehr. Mit dem, den diese Nadja behauptet hat, dass er sie vergewaltigt hat, ist alles zerstört. Ganzes Leben ist zerstört. Wie meinen Sie das denn jetzt, Frau Becker? Was ist zerstört? Ja, müssen Sie sich mal vorstellen, ich komme damit überhaupt nicht zurecht. Damals, ich habe meine Prüfung versemmelt, meinen Ausbildungsplatz verloren. Das ist alles scheiße. Und was machen Sie dann jetzt? Ich habe einen super tollen Minijob in Xeroy. Arbeite ich jetzt. Meine Mutter will nichts mit mir zu tun haben. Alles scheiße. Sehen Sie, Frau Becker, so wie Sie das erzählen, da haben Sie doch wirklich jeden Grund, die Nadja Schmidt zu hassen. Grund hätte ich. Aber ich hasse ihn nicht. Nein, es ist schrecklich sowas. Es tut mir von Herzen leid, dass es passiert ist mit der Nadja.
Ich weiß nicht, ob es Ihnen leid tut. Ich finde, Sie machen hier einen ziemlich nervösen Eindruck. Auf jeden Fall wussten Sie, dass Ihr Vater wieder in Untersuchungshaft war, nachdem der Mord an Nadja Schmidt passiert ist. Wieso ist er schon wieder in Untersuchungshaft? Lassen Sie doch in Ruhe, das ist ein guter Mensch. Ich verstehe das nicht. Hat doch nichts getan. Gut, wir bräuchten jetzt jedenfalls noch die Kontaktdaten Ihrer Freundin, damit wir Ihr Alibi überprüfen können. Kann ich Ihnen gerne aufschreiben. Also irgendwas stimmt mit der Becker nicht. Ist es die übertriebene Gutherzigkeit oder die Nervosität, die sie an den Tag gelegt hat? Ich glaube ihr einfach nicht. Aber auf der anderen Seite, Mord traue ich ihr ehrlich gesagt auch nicht zu. Obwohl das Alibi von Berit Becker inzwischen von ihrer Freundin bestätigt wurde, ist der Jurist weiterhin überzeugt davon, dass sie mehr über den Mord und den versuchten Mord weiß. Auf Anraten von Floristan Gödings sucht die Kommissarin am nächsten Tag die Disco auf, in der Berit am Wochenende jobbt. Die Polizistin möchte mehr über die 25-Jährige herausfinden, die nach wie vor zu den Tatverdächtigen in der Mordsache Nadja Schmidt gehört. Schließlich hält sie ihren Vater für unschuldig und könnte sich dafür an ihr gerecht haben. Mahlzeit. Ah, Tag, Entschuldigung, ich bin einfach mal reingekommen, denn die Tür war nur angelehnt. Ja, schön. Und wir haben erst in 2 Stunden geöffnet, also. Es trifft sich ganz gut, dass gerade niemand hier ist. Ich habe nämlich ein paar Fragen an Sie, die ansonsten niemandem was angehen. Kriminalpolizei. Kriminalpolizei, was soll der Mist? Brauche ich ja nicht. Wie gesagt, wir haben in 2 Stunden erst wieder eröffnet. Es geht um eine Angestellte von Ihnen, die Berit Becker. Berit Becker, ja, und was wollen Sie da jetzt hören? Sie ist eine Angestellte von mir, sie ist immer zuverlässig, ist schon seit 1,5 Jahren hier beschäftigt, macht ihre Arbeit super, Publikumsliebling, befreundet mit Nadja, was wollen Sie da hören? Nadja Schmidt, hat die auch hier gearbeitet? Hat, ja, ganz genau hat. Die blöde Kuh, die ist seit 1 Woche nicht zu erreichen, weder kommt sie hier zur Arbeit, noch ist sie telefonisch erreichbar, nichts, gar nichts. Die soll zusehen, dass sie hier bloß nie wieder auftaucht, kann ihr Blut Wunder leben. Sie brauchen keine Angst zu haben, dass sie hier nochmal auftaucht, sie ist nämlich tot. War das die? Tot? Waren die beiden denn gut befreundet, Berit und Nadja? Wie gesagt, ja, die waren beide super befreundet gewesen. Die haben super ihre Arbeit gemacht, die haben Publikum begeistert, die haben für Umsatz gesorgt. Jetzt ist die tot. Ey, was ist das für eine Scheiße? Entschuldigung, mal kurz. Dick Meckauer noch über die Brüder. Hey, Floristan. Was Neues gibt. Ja, warte mal kurz. Also, ich werde mich wieder bei Ihnen melden, wenn ich noch irgendwelche Fragen habe. Ja, ansonsten war es das erstmal. Okay. Und mein Beileid. Danke für Ihre Mithilfe. Schönen Tag noch. Tschüss. Nach ihrem Besuch in der Diskothek weiß Anja Christ, dass Berit Becker Floristan Gödings und sie angelogen hat. Denn die 25-Jährige kannte die ermordete Nadja Schmidt nicht nur aus dem damaligen Prozess. Sie war auch ihre Arbeitskollegin. Hey Anja. Na? Hi Floristan. Es gibt Neuigkeiten. Ich habe gerade mit dem Krankenhaus telefoniert, in dem dieser Psychologe, Herr Dr. Pflöger, liegt. Ja. Er ist aus dem Koma aufgewacht. Das ist sehr gut. Hat er schon irgendwas erzählt? Hat er irgendwie erzählt, wer versucht hat, ihn zu ersticken? Nee, er ist leider noch nicht ansprechbar. Aber sobald er ansprechbar ist, werde ich zu ihm fahren und dann haben wir den Mörder. Ja, ist ja nicht so, dass ich irgendwie einen ganzen Sack voll Zeit hätte. Ja, ist alles in Ordnung mit dir? Ja, also ganz ehrlich, nein. Also ich fühle mich beobachtet. Ich fühle mich ja eigentlich auch nicht mehr ganz sicher in meiner Haut. Ich meine, ich habe Mandanten. Ich habe Termine und ich habe tatsächlich auch ein Privatleben. Ich kann ja nicht den ganzen Tag hier mit dem Personenschutz durch die Gegend laufen. Wo sind die überhaupt, die Jungs? Ach, die sind irgendwie draußen. Ich meine, die sind wahrscheinlich auch ganz froh, wenn sie mich mal nicht irgendwie beaufsichtigen müssen. Ja. Aber du hast gesagt, du hast noch irgendwas anderes. Genau, ich war im Xeroy in dieser Diskothek, in der Nadja gearbeitet hat. Und der Besitzer hat mir erzählt, dass Berit und Nadja beste Freundinnen waren, super Arbeitskolleginnen. Moment mal, ich dachte, die kennen sich ausschließlich von dem Prozess gegen den Vater. Eben, war dann wohl gelogen. Na gut, aber wenn das gelogen ist, dann, ich meine, dann macht alles andere auch nicht mehr großartig Sinn. Ich meine, sie hat ja noch ein Alibi vorgegeben, die Berit. Nämlich, dass sie zur Tatzeit bei ihrer Freundin war. Gut, und ich meine, dass Freundinnen sich gegenseitig ein Alibi geben, das ist jetzt auch gang und gäbe, deswegen. Und ein Motiv hat sie ja auch. Ja, aber die Tatsache, dass sie befreundet war, bringt uns da jetzt auch nicht weiter. Naja, doch, warte doch mal ganz kurz. Ich meine, da gibt es auch gar keine Einbruchspuren. Das heißt doch, dass die Nadja den oder die Mörderin reingelassen haben muss. Und ich meine, das ist es doch. Erinner dich doch noch mal an das Video, wo ich gefilmt worden bin. Da war doch eine rechte Hand im Bild, ja? Das heißt, die Kamera muss ja in der linken Hand gehalten worden sein. Und daraus kann man ja schon schlussfolgern, dass der oder die Mörderin eben Linkshänderin ist. So, und jetzt? Weiter. Berit ist Linkshänderin. Das letzte Mal, wo wir bei ihr waren. Die hat doch alles mit der linken Hand gemacht. Das macht sie doch zur Hauptverdächtigen. Stimmt, du hast recht. Berit hat gelogen und das Video passt auch. Ich würde sagen, da haben wir einen wirklichen Grund, sie ein bisschen mehr unter Druck zu setzen. Ne? Komm, lass uns zu ihr. Ja, da kommt ja Peter mit. Also für mich ist Berit die Täterin. Da passt einfach alles zusammen.
Zum einen hat sie gelogen, als sie gesagt hat, dass sie Nadja nicht kennt. Und zum anderen hat sie auch ein Motiv. Denn sie hat selbst gesagt, dass ihr Leben nichts mehr wert ist, seit ihr Vater verurteilt worden ist. Und dann ist sie auch noch Linkshänderin. Ich kann jetzt nur hoffen, dass sie nicht abgetaucht ist, denn durch unseren Besuch ist sie sehr wahrscheinlich schon vorgewarnt. Floristan Gödings und die Kommissarin glauben fest daran, dass Berit Becker sich nur mit Nadja Schmidt angefreundet hat, um sich in ihr Leben zu schleichen und sich an ihr zu rächen. Das Team will um jeden Preis verhindern, dass der Jurist ihr nächstes Opfer wird. Es sieht aus, als hätte hier jemand ziemlich schnell das Beite gesucht. Also im Badezimmer ist alles leer, sämtliche Kosmetikartikel sind abgeräumt. Da ist keiner mehr. Leute, 100% ist die ausgeflogen. Tja. Also gut, dann ist auch der letzte Zweifel weg, ja, dass die Täterin ist, ja. Was anderes bleibt nicht übrig. Ich gebe sofort eine Fahndung raus. Alles Lebenswichtiges weg. Dann. Als Floristan Gödings die Fotos von sich und den anderen Opfern findet, stockt dem Anwalt der Atem. Das und ihre Flucht sind für den Juristen Beweis genug. Berit Becker ist die Täterin. Mit dieser Gewissheit fürchtet der Anwalt umso mehr um sein Leben. Schau mal, was ich hier gefunden habe. Ach nee. Das passt ja perfekt zu den Faserspuren, die wir bei dem Pflüger gefunden haben. Frank, stell den Schal sicher und auch gleich die ganze Pinnwand mit den Bildern. Alles klar, nichts mehr anfassen. Ich hol Sachen zum Einpacken. Und ruf die Spurensicherung. Alles klar. Gut, dann ist es jetzt also offiziell. Das ist sicher, es ist 100%. Berit Becker. Wie steht ihr daran? Das Problem ist nur, wir haben sie nicht. Sie ist auf der Flucht. Ja, und mir hinterher, ja? Hey, Kopf hoch, die Fahndung ist raus. Wir finden sie, das verspreche ich dir. Ja, ich hoffe wirklich, dass ihr die findet, bevor die mich findet. So, ich will jetzt hier eigentlich raus. Ja. Komm. Es war ja fast damit zu rechnen, dass Berit untertaucht. Schließlich war sie durch unseren Besuch vorgewarnt. Ab jetzt müssen wir immer einen Schritt voraus sein. Die Faserspuren aus der Wohnung von Berit Becker stimmen mit den Spuren am zweiten Tatort überein. Für die Kommissarin und Floristan Gödings ist damit eindeutig klar, dass sie die Mörderin von Nadja Schmidt ist. Die 25-Jährige ist extrem gefährlich und hat es jetzt auf den Juristen abgesehen. Die Fahndung nach der Flüchtigen läuft auf Hochtouren. Wir müssen Berit irgendwie dazu kriegen, dass sie wieder auftaucht. Ja, aber wie? Na ja, gut. Wir könnten ihr ja vielleicht eine Falle stellen. Hast du schon eine Idee? Ja, bitte? Entschuldigung, Anja. Es hat ein kleiner Junge einen Briefkasten geworfen. Ich bin sofort hinterher, aber war gleich weg. Ich habe nicht mehr erreicht. Zeig mal. Scheiße. Was ist das denn? Ach nee, 3 von 3. Sag den Leuten am Empfang, die sollen sofort aufschreiben, wie der kleine Junge aussah, ja? Und du sicherst die Videoaufzeichnung vom Empfangsbereich. Ich kümmere mich später drum, danke. Okay, mach ich. Also da haben wir es ja, 3 von 3, ja. Also ich dachte die ganze Zeit, ich bin 3 von 3, aber ganz offensichtlich ist das jemand anders. Also mir fällt wirklich keiner ein, wer das jetzt noch sein könnte. Wer könnte denn jetzt in Gefahr sein? Ich hoffe nur, dass wir jetzt nicht noch einen Toten sehen. Floristan Gödings und der Kommissarin ist klar, dass ein weiteres Video auch ein weiteres Opfer bedeutet. Und wieder spielt die Zeit gegen das Ermittlerteam. Kennst du diese Frau? Die kenne ich überhaupt gar nicht. Ach du Scheiße. Wir müssen sofort los. Weiß jemand, wo das ist? Warte mal, halt mal an. Das hier mit diesem Wal, ne? Das ist hier so ein Parkhaus. Im Kudamm gibt's so eins. Da sind lauter so Tiere an der Wand. Das ganze Team eilt sofort zum Parkhaus und teilt sich bei der Suche nach Berit Becker und der unbekannten Frau auf. Dass es sich bei dem Opfer diesmal nicht um eine Person aus dem Prozess um Gernot Becker handelt, macht den Juristen stutzig. Er rechnet mit dem Schlimmsten. Okay, Leute, wir teilen uns mal auf. Der 14er fährt mir mal auf die 6. Etage. Sie 8. Einfach mal gucken. Wir bleiben hier. Alles klar, los geht's. Also, weil die Polizei ist dabei. Berit Becker hat Floristan Gödings mit dem Video in eine tödliche Falle gelockt. Schön leise. Hey. Schön leise, sei ruhig. Herr Becker. Ich will deine Menschen jetzt nicht schreien. Herr Gödings, das ist in Ordnung. Floristan Gödings hat vor 3 Jahren Nadja Schmidt, das Opfer einer Vergewaltigung, vertreten und den Schuldigen Gernot Becker ins Gefängnis gebracht. Die Tochter des Verurteilten, Berit Becker, hat immer an die Unschuld ihres Vaters geglaubt und will sich jetzt dafür an dem Anwalt rächen. Die 25-Jährige hat den Juristen in eine Falle gelockt. Floristan Gödings weiß, dass sie bereits eine Person getötet hat
und zu allem fähig ist. Waffe runter! Hey. Waffe runter! Hey. Legt die Waffe runter! Waffe runter, alle! Waffe runter zu mir! Zu mir! Frau Becker, was soll denn das? Wie, was das soll? Schön, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Na, wie fandest du meinen kleinen Trick mit dem Video? Wie gefällt dir mein schöner Wal? Frau Becker, wo ist die Frau? Geht's ihr gut? Wo ist die Frau? Der Frau geht's gut. Muss dir keine Sorgen machen. Jetzt habe ich dich genau da, wo ich dich haben will. Frau Becker, ich kann verstehen, dass Sie wütend auf mich sind. Vielleicht, dass Sie mich sogar hassen, ja? Zurück! Zurück! Aber wenn Sie die Unschuld Ihres Vaters beweisen wollen, dann muss man den Prozess neu aufrollen und nicht diese Wahnsinnstaten hier machen. Den kann man nicht mehr aufrollen, ist vorbei. Mein Leben ist zerstört seit 3 Jahren. Mein Vater hat unschuldig im Knast gesessen. Wegen dir. Du hast unser Leben zerstört. Frau Becker, Sie wissen ganz genau, dass damals alles gegen Ihren Vater gesprochen hat. Aber wenn Sie wollen, dann helfe ich Ihnen, Ihre Unschuld zu beweisen. Jetzt auf einmal willst du mir helfen. Es ist zu spät. Du wirst bezahlen. Du hast kein Recht mehr zu leben. Es ist vorbei. Berit. Wenn du jetzt abdrückst, dann erreichst du gar nichts, außer dass noch ein Mensch stirbt. Du kommst deinem Ziel überhaupt nicht näher. Du hast doch von deinem Vater erzählt. Du hast doch gesagt, dass du deinen Vater magst, dass du ihm nahesteht, dass er dir wichtig ist. Hast du doch gesagt. Ach du scheiß Anwalt, willst du mich einlullen oder was? Ist es zu spät? Nein, Berit, ich will dich nicht einlullen. Dafür bist du zu intelligent. Aber ich kann doch sehen, wie verzweifelt du bist. Und ich kann sehen, dass das, was du hier machst, dir überhaupt gar keine Genugtuung gibt. Was ist mit deinem Vater? Was wird er über dich denken? Ja, was kann er über dich denken? Was denkt er über dich? Der soll doch stolz auf dich sein. Wenn du beweisen kannst, dass er unschuldig ist, dann denkt er Großes von dir. Aber was soll er denken, wenn er eine Mörderin hat? Aber kein Scheiß! Ja, und was ist mit deiner Mutter? Die hat doch schon genug durchgemacht. Die denkt doch immer noch, dass ihr Mann, dein Vater, ein Vergewaltiger ist. Er ist kein Voll, der ist unschuldig, der hat nichts gemacht. Und genau das können wir doch auch beweisen. Aber dafür muss es hier aufhören. Also das war wirklich Rettung in allerletzter Sekunde und ich bin einfach nur heilfroh, dass ich es überstanden habe. Aber ich muss noch unbedingt wissen, warum Berit von der Unschuld ihres Vaters so wahnsinnig überzeugt ist. Nach ihrer Festnahme gesteht Berit Becker, die junge Frau aus dem letzten Video dafür bezahlt zu haben, das Opfer zu spielen. Berit ging es einzig und allein darum, Floristan Gödings in eine Falle zu locken. Berit, wenn das Ganze eine Falle war und du mich wirklich so hast, wie konntest du dir denn so sicher sein, dass dein Vater unschuldig ist und dass Nadja nicht vergewaltigt wurde? Ich wusste, dass mein Vater unschuldig ist. Mir haben nur noch die Beweise gefehlt. Und als er sich aufgegeben hat, ich musste einfach die Wahrheit rausfinden. Ja, und welche Beweise hast du denn? Die Beweise, die kann ich Ihnen geben. Ich habe in derselben Disco gearbeitet wie die Nadja. Und wir haben uns angefreundet. Sie wären nie drauf gekommen, dass ich die Tochter ihres angeblichen Vergewaltigers bin. Damals haben wir uns das letzte Mal beim Prozess gesehen und da hatte ich kurze rote Haare. Das hat sie nicht mitgekriegt. Ja, und weiter? Die Nadja und ich, wir waren dann zu Hause und haben einen Film gesehen und in dem Film kam eine Vergewaltigung vor. Und da hat sie gesagt, zum Glück ist ihr das noch nie passiert. Sie hat gelogen. Das wusste ich schon immer. Aber Berit, ganz im Ernst, das ist doch kein Beweis. Das kann doch genauso gut sein, dass sie die Tat verdrängt hat. Aber Nadja ist jetzt tot und die kann uns die Wahrheit gar nicht mehr sagen. Wann glauben Sie mir endlich? Sie hat gelogen, sie war unglücklich verliebt in meinen Vater. Mein Vater hätte meine Mutter niemals für sie verlassen. Das wusste sie. Deshalb hat sie alles zerstört. Sie hat es verdient zu sterben. Okay, gut. Auf Berit Becker wartet nun ein Prozess wegen Mordes und versuchten Totschlags. Was für eine unfassbare Geschichte. Wenn Berit mit diesen Informationen zur Polizei gegangen wäre, dann hätte der Fall womöglich ganz neu aufgerollt werden können. Stattdessen hat Berit ihren persönlichen Rachefeldzug gestartet und nicht nur anderes Leben, sondern auch ihr eigenes Leben und das Leben ihrer Eltern zerstört. Denn wenn die rausfinden, was ihre eigene Tochter angerichtet hat, dann dürften die wohl mehr als nur geschockt sein. 4 Wochen später hat Anwalt Floristan Gödings die dramatischen Ereignisse gut überstanden und Anja Christ sowie seinen Personenschützer Derek Klug eingeladen. Er will sich damit bei ihnen für die hervorragende Arbeit bedanken. Denn ohne die beiden Polizisten hätte der Jurist Berit Becker nicht davon abhalten können, zu schießen. Weiß man denn schon, was damals wirklich abgegangen ist? Hat der Becker denn die Schülerin wirklich vergewaltigt oder er doch nicht? Ja, also mir hat die Sache auch keine Ruhe gelassen. Ich habe sowohl mit dem Becker als auch mit seiner Ex-Frau telefoniert. Und naja, also der Becker hat hier nun wirklich keinen Grund mehr zu lügen. Der hat seine Strafe abgesessen. Ja, stimmt. Seiner Meinung nach war es keine Vergewaltigung. Es gab einen One-Night-Stand,
einvernehmlich. Und den hat er auch nur eingegangen, weil er eine Ehekrise gesteckt hat. Ob man es glaubt oder nicht, auf jeden Fall hat er am nächsten Tag gemerkt, dass er da wohl Bock nichts verzapft hat. Und dann hat er den Kontakt sofort abgebrochen. Die Nadja hat sich daraufhin so verletzt gefühlt, dass sie eben die Anzeige gemacht hat. Und dann kam es eben zu dem Vergewaltigungsprozess. Dieser kurzen Nummer hat er seine komplette Familie zerstört. Ja, naja, wie gesagt, den einen Lichtblick, den gibt es ja noch. Also er hat sich eben mit seiner Ex-Frau ausgesprochen, hat ihr das alles erklärt und sie glaubt ihm. Sie glaubt ihm, dass er kein Vergewaltiger ist. Und ich muss aber auch sagen, der Bäcker selbst, der macht auch einen ganz reflektierten Eindruck auf mich. Er weiß, dass er hier einen Fehler gemacht hat und er weiß, dass er auch die Verantwortung zu übernehmen hat für das, was er hier auch mit angetan hat. Also ganz ehrlich, wenn ihr mich fragt, mir tut das richtig leid, dass ihm damals niemand geglaubt hat. Das ist halt eine ganz harte Geschichte, ja. Aber wisst ihr was? Ich bin heilfroh, dass es vorbei ist und dass ich überlebt habe. Berit Beckers Eltern sind zutiefst schockiert von den grausamen Taten ihrer Tochter. Doch sie stehen ihr bei und sind sich dadurch wieder näher gekommen. Berit wird wegen Mordes und versuchten Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Sie bereut ihre Taten zutiefst.